Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario für den Nintendo 64. Im letzten Part haben wir den Boss dieses Levels besiegt und ein neuer Stern wurde uns offenbar freigegeben, whatever, freigesetzt. Wir haben ihn gefunden und holen ihn jetzt aus der Karte raus. Mal schauen, ob ich seinen Namen richtig in Erinnerung habe. Na, das sehen wir dann gleich. Kapitel Ende. Um Muscula, den vierten Stern zu befreien, stellte sich Mario der üblen Scheigeibande. Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachten. Doch erst wenn der Sternstaub aus Bowsers Klauen entrissen wird, Sternstaub übrigens nicht Staub, ist das Böse gebannt. Noch drei Sterne warten auf ihre Rettung. Doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? Hier hätte ich eigentlich den Part beenden sollen. Speichern und weiter. Hey Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Geheimgang zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Das geht schon in Ordnung. Bowser hat gar nichts bemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein großer Hohlschädel. Und jetzt lasst uns verschwinden. Yeah, ich finde das Lied so episch. Also gehen wir mit Peach wieder in den Geheimgang. Wir sind übrigens mit Peach und Twink. Ja. Ah. Kein Tagebuch. Dafür eine Tür. Okay, mal schauen, wo sollen wir dieses Mal an? Also Bibliothek bestimmt nicht. Da waren wir das letzte Mal. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier jetzt hin müssen. Gucken wir uns mal weiter um. Das war knapp. What about this door? Ein Speisesaal. Ja, ich liebe diesen Speisesaal. Grunz. Huch, wer bist du? Ich bin Prinzessin Peach. Und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gumbegai. Ich sollte besser König Bowser informieren. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Nun, Prinzessin Peach, was sagst du? Musst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne etwas für dich kochen, Herr Gumbegai. Aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ach, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst doch kochen. Hier, das musst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Ah, das Schlüssel ausgezeichnet. Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Oh, ja, ich vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum, also sei vorsichtig. Nein, echt? Wow. So, dann... Mach die Tür auf, du Bitch! So, wir öffnen die Tür. Meiner Meinung nach eigentlich die... Ach ja, natürlich die Tür ist so. Hallalalala. Nein, sie ist auf der anderen Seite, glaube ich. Ah! Ja, sie ist auf der anderen Seite. Ich gehe trotzdem mal hier rein.
nicht mal wissen, was hier ist. Oh, Teppich und... ja, okay. Ist hier ein Sternsplitter? Nee. Vielleicht ist da plötzlich später einer, wenn ich Mario mal hier sein sollte oder so. Kann ja auch mal vorkommen. So, jetzt schleichen wir uns an den Wachen vorbei, ganz stylisch. Ja, los, wir schleichen uns an. Wow. Ich dachte schon, wir können uns jetzt aus dem Schloss rausschleichen, aber nein. Oh, oh. So, dort unten ist die Küche, aber ich möchte erstmal gucken, was hier ist. Schauen wir mal nach. Hallo? Ist jemand da? Fortuna und in einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Oh nein, man hat mich gefunden. Wie? Prinzessin Peach, ihr seid wohl auf, den Stern sei Dank. Du bist doch ein Tod aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Prinzessin Peach, ihr sollt euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Das ist hier also ein Tod. Ich war's nicht. Nie. Du sollst da weggehen. Geh da weg, Typ. Gün. Gün, oh Gün, oh Gün, Gün, Barbie Gün. Wer das nicht hören möchte, geht auf der Zoo. Haha. Oh, so, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Hier ist ein Kochbuch. Prinzessin Peach, das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lasst uns etwas daraus kochen. Wie sieht es aus, Twink? Irgendetwas besonders Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Spezial Erdbeerkuchen. Klingt gut, den versuchen wir. Okay, Twink, lies mir das Rezept vor. Gut. Okay, pass gut auf. Zuerst vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Zucker. Schüssel. Eier. Schüssel. Wie geht es weiter, Twink? Twinking-king. Fertig? Ja. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun, vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel. Na, das machen wir. Bist du bereit? Wenn ich Start sage, musst du A für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Kann es losgehen? Start! Hallo. Das war's. Gut gemacht. Hat alles funktioniert, Prinzessin? Ja. Okay, machen wir also weiter. Nun, gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an, Prinzessin Peach. Sag mir, wenn du fertig bist und wir gehen zum nächsten Teil. Mehl und Butter, oder? Hat er Mehl und Butter gesagt? Ich glaube, er hat Mehl und Butter gesagt. Mehl, Schüssel, Butter, nein, Butter. Schüssel. Ja, Twink. Fertig? Ja. Okay, nachdem nun alle Zutaten gut vermischt sind, schütte den Teig in die Form. Schüssel. Form. Und weiter geht's. Ja. Nun,
backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. Teig. Ofen. 30 Sekunden heißt, jetzt muss ich zählen. Drücke A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Drücke nochmals A, wenn du glaubst, dass die 30 Sekunden um sind, um den Kuchen wieder herauszunehmen. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib besonders gut Acht. Okay, bitte stell ihn in den Ofen. Jetzt muss ich zählen, dazu muss ich mich konzentrieren. Ofen. Fertig? Ja. Okay, stell den Kuchen auf den Tisch, damit er abkühlen kann. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wenn du mit der Dekoration fertig bist. Sahne. Kuchen, Erdbeeren, Kuchen, fertig. Ich will mal gucken, was ist denn das hier noch? Reiniger. Wasser, Reiniger, Butter, Sahne, Erdbeeren, Milch, Eier, Salz, Zucker, Mehl. Ah ja, ich bin fertig. Twink. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Er sieht großartig aus. Okay, bringen wir ihn zum Gourmet-Guy. Erdbeertorte. Jetzt heißt es nur noch nicht gesehen werden. Oh, Peach hat es geschafft. Da bist du ja. Oh, ich musste so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Auf die blaue Plattform. Danke, Herz. Oh, köstlich. Was liegt für zu köstlich? Puh, das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit nun noch nie gegessen. Um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du solltest Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mario, deswegen sage ich dir das. Twink, hast du das gehört? Der Lava-Lava-Berg, Lava-Lava Island. Der Stern ist im Inneren des Vulkans. Mario könnte diese Informationen wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber würdest du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun. Ich bin schon weg. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Wie hat der Stern das Fenster aufgekriegt? Was soll das hier frei? Ruhe da drin! Ich war das also, Prinzessin. Ihr solltet leiser sein. Ihr seid eine Gefangene und als solche müsst ihr... Du willst... Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Ach, schnappt die Prinzessin! Wisst ihr, was ich toll fand? Was? Nein! Oh, man kann ja von hinten unter den Rock gucken. Frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Mein Name ist Muscula. Mario, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf.
Marios Sternkraft erhöht sich auf 4. Mario hält die Sternkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner. Ruf mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeieilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Sternhafen. Mario, ich habe Neuigkeiten. Neuigkeiten aus dem Palast. Ehrwürdiger Stern. Hi. Ich glaube, du bist Twinkle, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sterntal in den Sternhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Aber natürlich, wir sind wie eine Familie. Ich bin zutiefst bewegt. Mach nicht so einen Wind drum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss umgehen. Auf Wiedersehen, Twink, Mario. Juhu! Rotationsgeschwindigkeit maximal! Wow, ich habe mit Muscular dem ehrwürdigen Stern gesprochen. Nicht mal im Sternhafen habe ich dazu oft die Gelegenheit. Oh, ich zittere vor Ehrfurcht. Ups, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Information, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island gefangen gehalten. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um diese Information zu erhalten. Ich hoffe, das wird dir helfen. Oh, ich muss jetzt zur Prinzessin Peach zurück, oder zur Prinzessin zurück. Mario, wie immer, viel Glück. Die Prinzessin und ich werden noch weiterhin Augen und Ohren für dich offen halten. Da ist schon wieder der Ton weg, merke ich jetzt erst. Macht nichts, denn ich beende den Part an dieser Stelle. Heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Paper Mario für den Nintendo 64. Bis